Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir geben uns das neue Video von Sascha. Gestern war das Video von mir zu Sascha ganz kurz gesperrt, weil aus irgendwelchen Gründen DiviMove wegen 6 Sekunden Songmaterial mein Video gesperrt hat, das von Sascha aber nicht und alle anderen Reactions auch nicht. Deswegen ist ein kleiner Part jetzt gemutet, nicht wundern, aber Video ist online, oben im i kommt dazu. Und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt hier rein bei dem Video mit dem wunderbaren Titel Nachrichten, Leute. Ja, ich bin gespannt. Ich sehe schon den guten Marsilius Scorpius. Wir schauen rein, Leute. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Ihr wisst ja, es ist No Nut November. Dementsprechend habe ich mich natürlich selbst angefasst. Ist ja ganz klar. Und damit herzlich willkommen zu den YouTube-Nachrichten. Pünktlich um 18 Uhr. Fangen wir auch direkt an mit Sonny und Marcel. Sonny hat ein Video hochgeladen mit dem Titel Marcel kauft alles, wenn ich Preis richtig errate. Aber auf den Cent genau wäre doch ein bisschen unrealistisch, oder? Und ich werde von Produkt zu Produkt ihr eine unterschiedliche Preisspanne erlauben, in der sie falsch liegen kann, weil es gibt hier sehr teure und sehr günstige Produkte. Das Ganze macht jetzt schon ein bisschen mehr Sinn. Ich bin wirklich gespannt, was das erste Produkt von Marcel ist. Bei dieser darfst du um 100 Euro daneben. Oha, oha, hä? Oha, übertreib Marcel. Der Spendable. Was? Ich sag, sie kostet 600. Hätten wir 10 Euro gemacht, hättest du trotzdem getroffen. Wie viel kostet sie? 590. An der Stelle, mein herzliches Beileid an Marcel. Dich hat es da ganz übel erwischt. Die Sonnenbrille muss wohl eingetütet werden, oder? Ich würde einfach mal sagen, ich erlasse Marcel die Sonnenbrille. Hä? Hä? Kompletter Sinn vom Video. Einfach mal so zack, zack, zack zusammengeknüllt. Und in die Tonne geworfen, Alter. Hä? Dulli, Alter. Riesenapplaus für Sonny und Dulli. Marcel. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Danke. Da muss Marcel wahrscheinlich alles kaufen, wenn Sonny den Preis richtig errät. Ey, yo, Blake, better get this dude. I've been talking trash on us for a while. Get him, bro. Und jetzt ist schon wieder was passiert. Ich kann es einfach nicht glauben. Was hörst du denn für Musik privat? Oh, es ist immer das Cringigste, wenn die sagen, ja, ich bin super Fan von dem und dem. Da kommt ein Song von dem und die checken es nicht. Ich höre relativ viel Drake und so. Relativ viel Drake und so? Nein. Ich bin gespannt, welcher Song nein. von welchem Künstler nein. in der nein, nein, vorkommt. Oder noch so mit das eines der drei bekanntesten Lieder von Drake, Alter. Ich trau mich gar nicht, den Clip weiterlaufen zu lassen. Hey, das ist von wem ist, ich weiß, wir kennen den Song, aber ich kenne den... Wenn ihr gefragt werdet, ja, bei Worldwide Wohnzimmer, wenn ihr da sein solltet, von wem hörst du denn so die Musik? Sagst du einfach, ja, so von, habe ich von Simon gelernt, von allen Genres, von allen Musikrichtungen nur das Beste, ja? Oder ihr sagt, ich höre nur gute Sachen. Unglaublich, was für Gäste bei Worldwide Wohnzimmer da sind. Ich kann's nicht glauben, ich kenne den Song, aber ich kenne den Künstler nicht. Als nächstes bin ich über folgenden Titel gestolpert. Wir sind schwanger. Live-Reaktion. Das habe ich auch in den Trends gesehen. Ich habe es aber nicht angeklickt, weil ich dachte, was zur Hölle, wie kann man da eine Live-Reaktion machen? Okay, ich bin gespannt. Ich habe es mir extra nicht angesehen, weil ich dachte, das ist Trash. Da habe ich als erstes an zwei 16-Jährige gedacht, die mir demnächst eine Beichte da lassen, bis ich das Video angeschaut habe. Und ja. Wisst ihr, woran mich das erinnert, Freunde? Wisst ihr exakt, woran mich das erinnert? Genau hieran einfach. Grüne Wiesen im Sonnenschein. 1:1, Freunde, ja, an dieser Stelle 1:1. Jetzt frage ich mich, warum muss jede Schwangere auf ein Feld gehen? Warum? Was haben Felder mit Schwangersein zu tun? Auch nein, auch du musst mit dieser Handgehalte. Auch noch dieses Handgehalte, dieses Couple-Bild. Real Talk, Alter. Gute Erfindung. Ich warte nur darauf, dass die nächste YouTuberin schwanger wird und irgendwie schon wieder in dem Feld landet. Hallo Leute. Ich sitze gerade in meinem Auto und hänge im Graben fest. Als nächstes bin ich auf Simon seinen Kanal gelandet. Der hat eine Reaction hochgeladen zu dem Video-Duell der Giganten. Ne? Ja! Und ich will jetzt nicht... Sascha, du kannst auch mal ab und zu auf meinem Kanal landen. Danke. Ich will sagen, dass Simon wieder leicht parteiisch war, aber... Uni! Universität! Ja! Oder... Musik! Ja! Jawohl, jetzt kommen die Pietro-Wörter! Presse, Redhead! Oder... Yo! Simon, wie immer unparteiisch gewesen. Man kennt ihn. Lange Grüße raus an das Steuerparadies nach Madeira. Simon, merkst du das? Ja, ich merk das!
seit 12 Stunden mit dem Ständer hier. LOL, wie jung Pietro Lombardi beim Casting war. Yo, was? Pietro war mal einer dieser Opfer eigentlich bei DSDS, die man rein nimmt, um zu lachen. Und jetzt ist er so mit der bekannteste, den es bei DSDS jemals gegeben hat. Krass. Dem Ständer hier. Und damit bin ich komplett raus. Pietro Lombardi absolut im No-Nut November unterwegs gewesen. Das ist ja ganz klar. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr an der Stelle auf kostenfreier Lernbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ehrenmann, Alter. Okay, Leute, ich muss sagen, definitiv zu wenig Monte- und Knossi-Clips an dieser Stelle, ja? Da hat auf jeden Fall einiges gefehlt. Freunde, ich würde sagen, das war's dann ja schon mit dem Video. Ich möchte es nicht länger ziehen, als es notwendig ist, ja? Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in den Kommentaren und würde ich sagen, sehen wir uns mal in einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.